Hallo zusammen, das ist eine Minibar, ein Hotelzimmer-Kühlschrank, wird auch gebraucht im Büros drin und diese Minibar ist mit einer Glastür. Was ist der Vorteil einer Minibar? Die Minibar hat ein Absorberkühlsystem und ist absolut geräuschlos. Also kein Lärm, kein Knacken, kein bewegende Teile, nichts. Also ist absolut geräuschlos. Der Nachteil ist, dieser Kühlschrank braucht um die 120 Franken Strom im Jahr und muss feststehen, also darf nicht bewegt werden und so weiter, weil beim Bewegen kühlt er nicht. Also ihr könnt ihn bewegen, klar, aber dann ist die Kühlfunktion nicht mehr gewährleistet. Wir haben diese Minibar mit der Standardtür am Lager, kein Thema, aber dieser Minibar hier mit Glastüre und Innenbeleuchtung, diese fällt bei uns aus dem Programm. Ihr habt richtig gehört, wir hören auf mit dem Kühlschrank, wir haben noch irgendwas am Lager, statt 256 Schweizer Franken gehen die jetzt für 200 Franken, sind auch irgendwo bei Facebook ausgeschrieben. Die hat zum Beispiel hier so ein kleiner Kratzer oben drauf. Das kann passieren. Wenn ihr sowas braucht mit Glastüre, kommt vorbei, schaut euch an. Wir haben die aber nicht mehr in Zukunft am Lager. Wir können die bestellen. Nur ein Container hat irgendwo zwischen 500 und 600 Stück Platz. Wir müssen dann immer ganze Container abnehmen, das macht keinen Sinn mehr. Aus diesem Grund Minibar ohne Glastüren ab Lager, kein Thema, das haben wir da. Aber diese mit Glastüren hören wir auf. Zur Funktion dieses Kühlschranks. Wir haben hier hinten dieses Absorberkühlsystem. Hier unten wird eine Flüssigkeit gemischt mit Ammoniak, Wasser und so weiter geheizt. Das Ammoniak wird ausgetrieben, es geht in den Kühler rein, da verdampft es, wird rückabsorbiert in diesem Teil, sammelt sich wieder und der Kreislauf ist geschlossen. Das ist ganz einfach erklärt. Aber durch das haben wir keine beweglichen Teile, kein Vibrieren, kein Lärm, nichts, sondern nur so ein lautloses Kühlsystem. Es gibt die Behauptung, thermoelektrische Kühlsysteme sind auch los. Ja, das Kühlsystem schon, aber meistens ist dann da noch ein Lüfter verbaut, der auch das gleiche Problem hat. Dass da bewegliches Teil ist, macht wieder Lärm, Luftgeräusche und so weiter. Hier ist es absolut ruhig. Was aber sein muss, diese Minibar muss unten belüftet werden und oben muss die Luft rausgehen. Ihr findet hier die Zeichnung, wie das belüftet werden kann. Wir brauchen relativ viel Platz im Querschnitt von der Größe hier, dass wir genügend Kühlung hinbringen, dass dieses Kühlsystem funktioniert. Bei Wohnwagen das gleiche Kühlsystem wird sogar gegen außen belüftet. In der Hotelzimmerfunktion im Möbel drin belüften. Diese Zeichnung hier findet ihr im Katalog. Den Katalog findet ihr erstens auf der Homepage und zweitens unten im Videobeschrieb. Weiter mache ich euch hier oben ein Video über die kleinere Minibar, die HC25. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.